Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei Wuhm und diesmal mit, ja, Fratzenkamera, so ist es. Servus. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. Wo ist er? Wo ist er, der Mahlzeit gesagt hat? Da sind sie wieder, die beiden Mahlzeits. Jo, in einer kurzen Aufnahme, beziehungsweise in einer Aufnahmepause, beziehungsweise in der Vorbereitung zu der Folge hier. Ja, ist Mücke mal wieder alleine losgezogen, hat sich verfranst, hat sich bekämpft, ist ins Wasser gefallen, ist ersoffen. Ja. Nein, sowas würden wir doch niemals tun. Nein, alles gut. Auf jeden Fall, unsere vorherigen Unternehmungen sind jetzt erstmal auf Eis gelegt, jetzt müssen wir erstmal sein Zeug zurückholen. So, in welcher Richtung bist du auf die Fresse geflogen? Sag mal. Da. Ah, warte mal, was ist das hier? Wir müssen Richtung F22. Richtung F22, okay. Wir sind hier. Müssen zu F22. Ah, okay. Also Nordosten. Einmal Richtung Nosten. Einmal Richtung Nosten. Gut, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall mal meinen. Warte mal, wo ist das? Schild. Kruzifix, wo ist mein Schild? Das ist schon ausgerüstet, das ist schon drauf. Ach so, ja, da. Hab ich gar nicht gesehen. Wollen wir uns nicht ein Auto mitnehmen? Ach, was willst du mit dem Auto? Ist die Mine eingestürzt? Laufen macht viel mehr Spaß. Ja, wir haben die Mine nicht verbessert. Also noch nicht die Wände verbessert und sowas. Und jetzt, ja. Mine ist schwer zu. Ja, müssen wir halt wieder nochmal neu reinbuddeln. Oh, hallo Hund. Hallo Hund? Hey, cool. Wo ist denn das? Das ist meiner. Das ist deiner. Habe ich jetzt gerade so entschieden. Ach, das ist Schaschlik. Richtig. Bringen wir ihn um oder? Nein, wir lassen ihn ziehen. Entscheide du jetzt. Ziehen lassen? Können die. Lass mal, wo er ist. Wir gehen übrigens den Berg rauf, das ist völlig dumm. Nein, das ist gut. Ja, wir können auch hier runter am Wasser lang gehen. Ja, wir rennen doch jetzt Richtung Nordwesten hier. So, wo seid ihr? Ja, du. Ah, okay. Ich bin hinter dir. Gut, wunderbar. Boah, hier sind bestimmt Fichten, die kann ich dann alle auch umhauen. Dann schauen wir doch mal, wo wir so lang gehen. Oder wo wir so hinkommen. Weil ich sehe nämlich momentan nur geäst und das war's. Wir werden nur Wald sehen. Wunderbar. Warte. Ach, markierst du den Weg? Ja, man weiß ja nie, ne? Ja, Brotkrumen haben wir nicht dabei, ne? Ja. Man weiß ja nie. Gerade schon wieder. Wie so ein Maschinengewehr im Hintergrund. Tuk. Mann. Warum rennt der eigentlich so schnell? Tja, weil wir gut sind. Warte mal kurz, Mücke. Nicht, dass wir uns hier komplett verfransen. Und da ist er weg. Ich sehe schon, wo du bist hier. Ich sehe nur Bäume. Ja. Jo, ich habe mir jetzt gedacht, jetzt machen wir mal so ein bisschen. Achso, ich habe gedacht, das wäre ein Dings. Ich habe gedacht, das wäre ein Dornbusch. Nö, ich habe mir jetzt gedacht, wir machen so ein bisschen. Also, ich mache jetzt mal so ein paar Testläufe mit der Fratzenkamera. Und guck mal, wie das Ganze so ankommt. Aber da kann ich jetzt. Genau, richtig. Markieren wir den Weg. Jetzt kann ich nämlich auch so Spirenz hier machen wie. Schaut mal hier und so, weißt du? Also dann verdiene ich mich dumm und dusselig mit Product Placement und ach, alles wunderbar, ne? Ja, genau. Kann auch gar nicht besser laufen. Ich kann sagen. Genau so ist es. Digga, du bist nur hinter uns, oder? Hier ist ein bisschen Willow. Ja. Weidenbaum, das ist sehr gut. Ich glaube, wir verfransen uns alle drei hier im Wald. Ohne Nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich habe mich hier schon so oft verfranst. Also jetzt nicht in dem Wald per se, aber in Wurm. Ich meine, das geht noch. Das ist ja noch grün, also es ist unterschiedlich von der Farbe her zu sehen. Weißt du, wenn es jetzt Winter wäre, das würde schon mal sein. Das ist ja alles weiß. Ja, jetzt vor kurzem war ja Winter. Ja, ja. Das ist ja ein dicker Baum hier. Ja, das ist ein schöner. Hier, die Zazada-Baum. Wo ist er denn? Steht da hier. Wir sind neben dir. Juhu. Da ist er. Das ist wirklich ein wunderschöner Baum. So, ja. So, das ist ein ganz Overrage. Jo.
hier weiter immer lang gehen. Warte mal, ich mach mal hier kurz den Gucker. Hier geht's nach Nordwesten. Also wir laufen. Warte mal, wo seid ihr jetzt? Geht schon los. Hey, stopp! Psst, Mücke! Oh, Wasser! Stehen bleiben! So. Dicker, du bist auch noch da? Hinter dir. Gut. So, Nordwesten ist in die Richtung hier. Nordosten ist in die Richtung, oder? In die Richtung, ja. Aber du musst ja wissen, wo deine Sachen liegen, oder? Lass uns mal ganz kurz gucken. Genau, jetzt rennen wir Richtung Nordosten. Nordosten? Du musst nach Nordwesten. Nein, F22 ist im Nordosten. Ihr macht das schon. Ja, der Mike macht das schon. Ja. So, wo ist jetzt Mücke? Hinter dir. Ich laufe Richtung Nordosten. Ja, nur wohin? Du rennst nämlich vor schon wieder. Er kann ja nur irgendwo vor uns sein. Ich sehe euch da hinten irgendwo. Da ist einer. Okay, dann kommen wir wieder zu uns zurück hier. Renn doch nicht so. Oh, guck. Schau mal einer an. So, wir bleiben jetzt zusammen. Ne? Ja. Besser ist auch. Besser ist das, ja. So, wenn wir jetzt nämlich stur geradeaus in diese Richtung gehen, müssen wir nur Richtung Südwesten, dann kommen wir wieder zurück. Hier kennst du dich gar nicht aus, das ist ja Wahnsinn. Kennt nicht noch jemand ein schönes Wanderlied? Wander ist das Lotzlust. Ach du Scheiße. Du hast Kevins Frau gefunden. Und ein Schwein dahinter. Oh, ich hab gar keine Rope mehr dabei. Ja, ich hab eins. Mal jemand Horst Kevins Frau an die Leine nehmen? Ja, hab ich. Er setzt sich gleich drauf. Ja klar. Was sonst? Also die Kuh müsste mal gemolken werden, das Alter ist ganz schön fett. Oh, ein Mountain Lion. Oh, das... Wollen wir den holen? Und ich hab's mal auf... Na red. Aber ich habe wunderschöne Bäume, Sträucher hier, ne? Diese Olanderbüsche. Mhm. Wollt ihr da was von? Oder soll man dran vorbeigehen? Nö. Den hier, der wird jetzt platt gemacht, der Mountain Lion. Komm her, du Lappen. Kannst du überhaupt töten? Oh. Achso, ich muss ja Schwert auswählen. Das wäre hilfreich, ja. Attacks. Pass nur auf Horst Kevins Frau auf. Naja, ja. Ach, die ist gesund. Das Viech greift an mich an. So, one hit. Läuft. Boah, ich bin schon Hey, guck mal hier! Das ist großer Onkel. Ey, und ich hab keinen Rope bei. War schade. Ärgerlich. Oh. So, was haben wir denn da? Achso, hast du schon. Gut. Ach schon. Ey, hier, Achter. Ist ein, hier ist ein großer Onkel. Was machen wir mit denen? Hey, zwei Pferde sogar. Oh, noch besser. Zwei Pferde. Das war richtig. Erst anketten und dann raufspringen. Ja, meine Rope ist da hinten im Wasser. Na ja, gut, zumindest wissen wir jetzt, wo wir Pferde finden können. Oh, hier vorne rechts sind wir gerade. Wieder? Nein. Jo, das Wasser. Ah! Bei mir sind Ratten. Ja, hier sind wir richtig. Gut. Leute, Sachen, ich sehe zwei Ratten. Einmal links, einmal rechts von mir aus. Jo. So ist das. Guck mal. Hauen wir mal auf die rechte Ratte drauf. Oben also Wasser schwimmt da. Ich hau auf die rechte Ratte. Und links ist sogar noch ein Wolf. Jetzt krieg ich einmal Ratte auf die Fresse. So. Das ist Meister Splinter. Ja. Oder Meister Schredder gibt's ja auch noch. Die Schredder ist aber keine Ratte. Nein, ich weiß. Da hab ich meine Rope auch wieder. Ja, Butcher. Und wir haben einen Pelz. Geiler Shit. Ein Rattenpelz, das ist richtig schön. Richtig edel für die Frauen. Oh, ich nehme die zweite nochmal auseinander.
Na, rechts ist ja noch ein Wolf, ne? Ja, ja. Ja, wobei ich mich mit dem Wolf jetzt nicht unbedingt anlegen möchte. Aber das könnte deinjeniger Wolf gewesen sein, oder? Den holen wir uns. Wir sind ja zu dritt, hallo. Ja. Oder Mücke, erkennst du den wieder? Hey, noch ein Pelz. Erkennst du den wieder, den Wolf? So, das ist mein Tipp. Ist das der, der dich verfolgt hat, oder? Der hat keinen Wolf verfolgt. Du wirst doch vom Wolf verfolgt. Nö, da war nur einer. Ach so. Oh, guck mal, noch eine Ratte. Also rumklappt tut er wie ein Hund, ne? Der Wolf. Ach du armer Hund. Du bist mehr richtig lang. Nein. Mir nicht. Ja, der macht aber schon merklich mehr Damage. Ich merke davon gar nichts. Wo war denn jetzt das Pferdchen? Ah, volles Loch, Ratte. Jo. Haben wir schon. Klar, besonders wenn drei Mann draufkommen. Machst du es nicht, oder was? Ach ja, der haut wieder ab. Ach ja, stimmt, du musst halt Pferd holen. Also so. Ach, hast du jetzt dein Zeug schon wieder, oder was? Ja, ja. Schon lang. Okay. Schon lang. Alter, ein Pelz mit 43. Geil. Das ist gut, ja. Hier, hier ist auch eine Ratte. Ja, hauen wir gleich mit. Schlange ist immer gut. Wo ist er? Da, komm her. Feed, ne? Nein. Feed ist füttern. Also, du kannst versuchen, ihn mit dem Rope zu füttern, aber es wird nicht so funktionieren, glaube ich. Wie hast du dich dann draufgesetzt? Erst leaden und dann rechte Maustaste und ride. Hier hinten ist auch noch eine Ratte. Oh, verdammt, oh. Was, wer? Hier, auf dem Wasser. Ja. 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 Gut, ne? Sehr gut. Ja, da muss doch jetzt dein Zeug drin sein, oder? Hab ich doch schon lange. Ach, du warst schon bei dem da im Wasser, oder was? Ja. Wie oft denn noch? Ich hab gedacht, du wärst die ganze Zeit bei uns gewesen. Nein. Ja. Er hat sich nur um seine Sachen gekümmert. Wir sollten ihn nur beschützen. Ich glaub doch keine Ratten. Danke. Der deine Arbeitsmoral, ey. Noch ein Pelz. Kranker Shit. Langsam aber sicher werde ich voll. Mhm. Ja, ja, gut. 33 Kilo. Ein bisschen Platz habe ich noch. Dankeschön, rennt schon mal vor, ich komme noch hinterher gelaufen. Ja, also, geht doch. Ja, nur du hast ja keinen Rope mehr, ne? Meinst du, hab ich verloren irgendwo? Ja, irgendwo verloren. An einem Troll oder sowas. Ich weiß ja, wo es ungefähr liegen könnte, aber ich habe jetzt nicht so die Ambition da hinten. Ja, vor allem, wenn der Troll... warte mal, bleib mal stehen. Ach, hier, Mücke. Mücke, 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 bleib mal stehen und er rennt weiter. Ja. Südwesten. Du musst hier zu uns kommen, wir müssen woanders lang. Genau, da wo der Baum fällt. Baum ist da hinten gefallen. Der Dicke wieder, ey. Wie das Maschinengewehr ausgepackt. Ist scharf. Du rennst falsch. Ja, da schon eher. Gut, jetzt kommst du zu uns, das ist gut. Ja, sollte ich ja. Genau. Ich kann ja mal kurz und gucken. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Kuh können wir auch vor den Karren spannen. Klar. Super. Dann hat der Horst Kevin endlich eine Frau. Na eben. Da freut er sich bestimmt. Ja. Perfekt für die Familienplanung. Wo seid ihr? Was? Ach, da hinten seid ihr, ja. Okay. Darauf in die Richtung, wo mir gesagt wurde. Ja, warte mal. Welche Richtung? Warte mal. Nicht schon wieder vorlaufen. Von unserem Punkt aus, wo sind wir losgegangen? Hä? Wo bist denn du, Digga? Du warst sogar noch da? Jetzt kommt mal alle zum Wasser. Wir bleiben jetzt mal zusammen, Kruzifix. Mann. Brennt irgendjemand vor. Oh, ich bin gerade durch den Dornbusch gebrochen. Ich sehe euch. Ich bin gerade durch den Dornbusch gelaufen. Ich habe mich gerade gewundert, warum so gerade so viel Meldung kam. Oh.
Oh, verdammt. Ach, muss ich sterben? Ja. Charakter. Oh, Kopf. Leichte Wunde. Leichte Wunde am Fuß. Also mir fehlt noch jemand. Bin da. Nein. Ach, da hinten kommt er. Ach, schau mal, da ist er. Na, warte, ich guck mal, ob ich dich nicht verarzten kann. Naja, das ist also eine leichte Wundenansicht, ne? Das ist jetzt ja nur... Warte mal, bleibst du vielleicht mal stehen, du dummes Vieh? Ich hab nämlich nicht drauf Stehen bleiben. Ich hab nämlich nicht drauf geachtet gehabt, weißt du? Mal ein schöner Regenbogen, das ist schön. Na, gucken wir mal. Whole Light und Whole Light und am Kopf Whole Light. So. Kombinieren und los geht's. Du bist nur leicht angekratzt, Mücke, oder? Was? Habe ich da auch was abgekriegt? Ja, also bei mir steht Healthy da. Ja. Das heißt, ein bisschen was hast du. Beide ein bisschen was. Das heilt aber schon. Wir haben ja noch einen Loop-Bohne. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, jetzt müssen wir dabei sein, dann verbinde ich mich auch mal schnell. Bleib mal stehen. Na, also. Gut, du bist soweit bandagiert. Jetzt bandagiere ich mich noch schnell ein bisschen. Ja gut, dann noch nicht. So. Right. Okay, also wir müssen in die Richtung hier. Nein, Moment. Wir müssen in die Richtung, wo ich stehe. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Wo wollt ihr denn hin eigentlich? Nach Hause. Kein Problem. Genau, hier geht's lang. Südwesten, genau da ran. Oh. Einfach mal. Ja. Kommt jetzt vom rechten Weg ab. Tschüss. Immer die Kuh hinterher mit dem fetten Euter. Genau, richtig. Also wenn irgendjemand zurückfällt oder irgendjemand vorrennt, bleib mal da. Mann! Ich hab keinen Bock, dich alle zwei Minuten zu suchen wieder. Jetzt bleib mal bei. Ausrennen. Ja. Ich kenn dich. Ich kenn dich. Achtung, Dornbusch. Soll ich dich schieben? Nö. So, Digga? Wir treffen uns da, okay. Nee, wir warten jetzt hier. Ah, da bist du. Hab dich irgendwo gesehen. Du rennst falsch, du rennst falsch. Halt, halt. Du rennst völlig falsch. Ah, das ist der Dornbusch. Ja, ich weiß. Da oben lang. Hä? Nicht du. Der andere. Ich bin gemeint. Ich. Bleib mal stehen, Mücke. Ja. Ihr trennt euch alle wieder. Ich geh nach Hause durch den Wald. So, Mücke. Dreh dich mal. Warte. So. Weiter. So, stopp. Genau in die Richtung gehst du mal. Ein bisschen nach links noch. Bisschen nach links noch. Okay. Sind wir beide schon mal wieder zusammen und jetzt holen wir ganz kurz den Dignar ab. Ich laufe jetzt gerade richtig. Ich laufe gerade. Jetzt laufen wir gar nicht. Richtung Ost. West. Ja, was Richtung Westen läufst du? Dann warte mal kurz. Ich geh nochmal zum Wasser.
Nee, ich lauf einfach Richtung Osten. Osten, das ist gut, das erkenne ich, da wo die Sonne aufgeht. Das hab ich gelernt, hallo? Jo, dann treffen wir uns an dem Dornbusch. Ich bin am Dornbusch hier. Dann bist du nicht am richtigen. Okay, zum Wasser. Ich meine, wenn ich das Wasser im Rücken habe, bin ich davon einfach nur andere Richtung gelaufen, weißt du, entgegengesetzt. Oh, ja, dann bist du ganz woanders lang gelaufen vorhin. Oh. Oh. Warum ist auf einmal der See so klein? Ich weiß, wo er ist, Mike. Bleib da, wo du bist. Wo ist jetzt der Mike? Ne, ich bin hier am Wasser. Ich sehe dich da auch langlaufen. Also ich sehe im Endeffekt jetzt diesen Bergrücken von unserem Berg, wo unsere Mieten dran haben. Ach, da bin ich gerade. Hast du gehört? Da bin ich gerade. An diesem kleinen See, der da umsieht. Bei F22, da ist ein ganz kleines Wasserlöschchen. Naja, und da sind zwei. Oh, da ist ein Kuh! Bei F22, ja. Ja, dann komm nochmal zu dem großen Wasser zurück. Da, wo die Leiche vom Römer gelegt. Oh, warte mal. Ne, das war ein. War, glaube ich, ein Reh. Jo, das ist ein Reh. Gar nicht, das Reh habe ich vorhin auch schon gesehen gehabt, das Reh da. Ich glaube, dann jetzt einfach mal 180 Grad Drehung zurück und dann müsste ich gleich da sein. Genau, einfach nur zum Wasser. Oh, da gibt's Lavendel. Bäucher überall. Birschbaum haben wir hier. Okay. Ich sehe Wasser. Gut. Ich sehe auch ein Clay vorkommen. Gut. Und ich sehe auch schon da ein Pferd stehen. Nein, doch ein Pferd, aber ohne. Doch, da ist schon wer drauf. Hallo, meine Freunde. Gut, dann. Gut. Na, also. So, wo bist du jetzt hergekommen? Aus dieser Richtung, wo ich jetzt hinschaue. Aus dieser Richtung, wo du jetzt hinschaust. So, genau. Wir müssen in die Richtung hier. Ja, dann werde ich dich jetzt folgen. So, und jetzt dann mal wirklich zusammenbleiben. Ich habe das Gefühl, dass ich schneller bin als eine Kuh. Das kann möglich sein, meine Kuh ist relativ lahmarschig. Achtung, Dornbusch. Jo. So, ihr seid alle noch brav direkt hinter mir, neben mir. Ich bin rechts von dir. Gut. Mücke? Hinter dir. Brav. Der Versuch, ob ich mitreiten kann auf der Kuh, aber. Nee, es geht leider nicht. Könntest du es schlagen? Schön wär's aber allerdings. Aber es wäre auch ein bisschen viel verlangt für die Kuh. So, links ist jetzt das Wasserloch, wo ich gerade gestanden habe, was so. Ja. Oh, rechts ist ein Dornbusch schon wieder. Bin ich doch richtig gelaufen, ne? Also. Ja, du bist aber vorne, hast du einen Exkurs ganz nach links genommen. Links also ist dann hier, also ungefähr, da hinten ist eine Kuh. Ungefähr 90 Grad versetzt. Kann ich gut hier sein, ja. Und hier vorne war irgendwo ein Wolf gewesen, das weiß ich noch. Ja, ich habe auch irgendwo einen Wolf gesehen. So, ihr seid alle noch neben mir? Ich bin hinter dir, genau. Ja. Gut. Immer die Kuh hinterher mit fetten Euter. Und dann steige ich jetzt nämlich gleich von der Kuh ab und liede euch. So, hier sind wir ein Stück nach links. Weil hier kommen wir nicht drüber. Ja, da ist ein Wolf. Warte mal. Oh.
dann machen wir doch mal hier an der Stelle ein kleines Folgenpäuschen. Alles klar, Leute. Dann bis denn dann. Servus. Tschüss.